willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Boy. Es geht weiter mit den Fanta-Geschichten, nämlich Fanta Cassis. Cassis heißt so viel wie Johannisbeere. Das ändert auch leicht an das Aussehen von Grape, also der Traube, denn die sieht auch so ähnlich aus. Da gab es noch andere Sorten, so wie Apfel oder so, aber die habe ich mir hier genommen, weil die am interessantesten aussahen. Ja, so. Ist eine 1,5 Liter Flasche und hat 113 Kalorien, 1 Gramm Salz. Ja, so, dann mache ich das jetzt erstmal auf. Das Aussehen ist auch irgendwie ungewöhnlich. Diese Flaschen hier sehen irgendwie komisch aus und ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, aber hier sind so eine Punkte, so eingraviert, so eine Punkte hier. Was man hier sehen kann, das sieht eigentlich ganz cool aus. Ja, dann riechen wir jetzt erstmal dran. Johannisbeer schmeckt immer so ganz, ganz süß, falls ich das recht in Erinnerung habe. So. Ja, das riecht auch richtig stark nach, nach Johannisbeer und leicht nach Brause. Ja, irgendwie auch so wie Minztabletten riecht das Ganze irgendwie so. Ja, probiere ich jetzt einfach mal. Hier schmeckt ganz nach, ganz gut nach Johannisbeere schmeckt das Ganze hier. Beim Trinken schmeckt nur Johannisbeere und wenn man es im Mund hat, schmeckt das Ganze nach Brause. Also da merkt man dieses Aufbrausen im Mund. Ein sehr leckerer Fanta. Hat auch so einen roten Schaum hier oben, falls man das erkennen kann. Ja, so Kohlensäure ist auch drin, aber die merkt man irgendwie nicht. Das sieht so schön aus, irgendwie so rote Fanta kenne ich gar nicht. Ich kenne noch eine rote Fanta, kenne ich, aber das hat ein anderes Rot. Die Fanta Exotic ist ja auch rot. Die hat aber ein anderes Rot. Ja. Fanta hat ja gar keinen Geschmack, das ist ja immer unterschiedlich. Das ist einfach nur Brause mit, also Früchte als Brause sozusagen, wenn man das so nennen kann. Die haben ja alle möglichen Früchte, Trauben und so, Apfel, alles. Die machen einfach aus Früchten Brausen. Das ist die Johannisbeerbrause sozusagen. Das schmeckt ganz gut. Ja, ist meine. Wenn es die jetzt. Ich glaube, in Deutschland gibt es die ja als Importdosen, gibt es die bei uns. Da würde ich mir das sogar holen. Und ja, die würde ich mir sogar lieber holen als die Lemon. Bis jetzt ist ja die Lemon mein Lieblingsfanta. Meine Lieblingsfanta. Und jetzt ist das meine Lieblingsfanta hier. Kriegt eindeutig 10 von 10 Punkten. Ja. Das war's mit diesem Test. Und ich würde sagen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder und bis dann.